hall that they chose. Thousand people's at my feet, but I want somebody for my own. Baby, that's what I need. Ja, hallo. Ich bin Lundgren Eriksson, Blues-Sänger und Pianist. Und wir wollen uns heute ein bisschen über die Problematik unterhalten, Deutsch singen, amerikanisch singen. Die Bands, mit denen ich gearbeitet habe, waren die Stormy Monday Blues Band, der Aufstand alter Männer, das Blues Art Duo, die Delta Blues Band, die in Deutschland war, also bloß mit deutschen Texten, was damals sehr ungewöhnlich war. Auch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, wie gesagt, meine Musik eigentlich von den schwarzen Amerikanern gelernt habe und das Ami-Idiom singe. Und da musste ich mich also schon etwas umstellen, weil die englische Sprache ist also von ihren Silben her und überhaupt in ihrer Melodie eben viel kürzer und knapper gesetzt als unser etwas umständliches Deutsch. Und da wir also es hier mit einer synkopischen Musik zu tun haben, ist es also nicht leicht, die langen Silben entsprechend dem Rhythmus zu verteilen. Da muss man also schon ein bisschen gucken. Ich meine, das hat zum Beispiel unser Freund Udo Lindenberg hervorragend hinbekommen. Man muss die Sachen verschleifen, man fängt automatisch so ein bisschen an zu nölen. Und was man im Englisch sowieso tun kann, das merkt keiner. Also das ist eine gewisse Problematik, wo man gucken muss, dass man diese Musik auf diese Sprache überstülpt sozusagen. Ich habe ein Stück, das habe ich mal in Ami geschrieben. Und dann haben wir es für die CD, letzte CD mit der Delta Blues Band verwendet. Da habe ich es also sozusagen ins Deutsche transkribiert. Und was teilweise geht es wörtlich, teilweise muss man völlig andere Worte finden. Spielt in alle großen Hallen. Viele tausend Leute waren da. Was mir fehlt, ist jemand, nur für mich doch, das weißt du ja. Nur warum tust du nichts für mich? Ich tute viele tausend Kilometer, ständig unterwegs von da nach her. Ich bin das ganze Reisen leid, wär lieber gern zu Hause bei dir. Nur warum tust du nichts für mich? Wenn ich es im Deutschen vortrage, dann wird es auch alleine durch diese Sprache irgendwo etwas, ich sag mal, intellektueller. Das ist blöde eigentlich, aber es ist ein wenig so. Während im Englischen, wo auch also im Amerikanischen, also im Schwarzamerikanischen, das sind ja Jungs, die da singen, die aus auch aus, sagen wir mal, sozialen Schichten kommen, wo man mit der Sprache nicht zimperlich ist. Und da sind auch teilweise etwas deftige Andeutungen drin und das kann ich im Deutschen einfach gar nicht so nachvollziehen. Oder wenn, würde es sich wirklich hundsgemein und ordinär anhören, das geht nicht. Also muss ich da natürlich Abstriche machen und auch wenn ich über Beziehungen singe oder so. Es ist ein bisschen, ich will mal sagen, es ist ein bisschen steriler, als wenn man das auf Amerikanisch singt. Das Sperrige im Deutschen, das sind einfach die vielsilbigen Wörter. Ja? Ich habe im Englischen sehr viel einsilbige Wörter, die ich viel besser unterbringen kann auf dem synkopischen und triolischen Prinzip des Blues. Und das Deutsche richtig hinzukneten auf diese Musik ist echt schon nicht ganz einfach. Der Mensch mit stärkerer Pigmentierung, der wird irgendwie mit anderen Stimmbändern geboren. Da gibt es wohl doch einen Unterschied, nicht nur in der Hautfarbe. Und wir haben ja so Leute wie zum Beispiel Steve Winwood oder Gary Brooker von Procol Harum, die auch alle in dieser Tradition singen können. Und wo auch das deutlich zu hören ist, dass wenn jemand spricht,
er sich ganz anders hört, als wenn er denn den Mund aufmacht zum Singen. Und das ist bei mir ganz genauso. Und das hängt einfach damit zusammen, dass ich, wenn ich auf Ami singe, die Stimme in einem ganz bestimmten anderen Winkel in den Luftstrom stellen kann und damit einen anderen Sound erreichen kann, als wenn ich auf Deutsch singe. Ich kann zwar auch da meinen spezifischen Sound in etwa haben, aber es ist nicht so interessant, sag ich mal, oder so in Gänsefüßchen schwarz, wie wenn ich in Ami singe.